Herzlich willkommen zu die SCV. Hier ist Ihre Emma Stapel und wir berichten heute vom ersten Tag des NPD-Verbotsverfahrens in Karlsruhe. Wir sind heute für Sie hier, um Ihnen die ungefilterte Sichtweise der NPD zum Verbotsverfahren zu vermitteln. Und natürlich, um Sie auf dem aktuellen Stand zu halten. Der erste Tag des Verbotsverfahrens gegen die NPD fand unter großer Medienaufmerksamkeit statt. Er stand ganz im Zeichen der von dem Prozessbevollmächtigten der Nationaldemokraten, Rechtsanwalt Peter Richter, geltend gemachten Verfahrenshindernisse. Wie von ihm erwartet, konnte das Bundesverfassungsgericht unter seinem Vorsitzenden Richter Voskuhle dann doch nicht so einfach über die Zweifel der NPD an den Voraussetzungen für ein faires und rechtsstaatliches Verfahren hinweggehen. Das Gericht befragte zu den von NPD-Anwalt Peter Richter vorgetragenen Kritikpunkten die Prozessbevollmächtigten beider Seiten, Innenminister und einzelne Verfassungsschutzämter eingehend. Dabei wurde deutlich, dass die seitens der NPD angeführten Zweifel an der Quellenfreiheit der Belege und der Staatsfreiheit der Partei in den für das Verfahren relevanten Bereichen längst nicht ausgeräumt sind. Wie das Gericht hierüber urteilen wird, wird sich erst frühestens morgen am zweiten Verhandlungstag entscheiden. In einem anderen Punkt enttäuschte die Verhandlungsführung durch den zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts allerdings, als es um die Frage der gebotenen richterlichen Neutralität der Richter Huber und Müller ging. Gegen beide hatte Rechtsanwalt Peter Richter Befangenheitsanträge eingebracht, da diese in ihrer Zeit als politisch Verantwortliche, also vor ihrer Berufung in das Richteramt, den klaren Willen zu einem NPD-Verbot bekundet oder weitere repressive Maßnahmen gegen die nationale Oppositionspartei gefordert hatten. Auf diesen Vorbehalt gingen sowohl Richter Huber als auch Richter Müller mit jeweils sehr knappen Erklärungen ein und stellten ihre Befangenheit in Abrede. Offenbar war der Vorsitzende des zweiten Senats, Andreas Voskuhle, bereit, diese sehr oberflächlichen Einlassungen für bare Münze zu nehmen. Insgesamt konnte die NPD an diesem ersten Verhandlungstag aufzeigen, dass sie trotz der Einschränkungen bei der Vorbereitung der Prozessstrategie aufgrund der von ihr vermuteten Ausspähung durch die Geheimdienstbehörden dem Bundesrat erfolgreich Paroli bieten kann. Hierzu sprachen wir mit dem Parteivorsitzenden Frank Franz, den wir um ein kurzes Fazit baten. Der erste Tag hier im Verbotsverfahren gegen die Nationaldemokratische Partei hier in Karlsruhe liegt hinter uns. Wir hatten einen sehr anstrengenden, aber auch aufschlussreichen Tag. Was wir prophezeit haben, ist eingetreten. Das Gericht musste sich heute zunächst einmal intensiv mit der Frage der Verfahrenshindernisse auseinandersetzen. Wir hatten ja im Vorfeld schon gesagt, dass diese Frage für uns nicht ausgeräumt ist und dass das Gericht zunächst einmal feststellen muss, dass keine Verfahrenshindernisse bestehen, bevor wir in die inhaltliche Prüfung gehen können. Dieser Punkt ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Das werden wir wahrscheinlich morgen behandeln. Wir können aber feststellen, dass etwas eingetreten ist, was wir von Anfang an gesagt haben, nämlich, dass die Verfahrensgliederung, so wie sie jetzt anberaumt ist, die Tagesordnung so nicht eingehalten werden kann, weil das in diesen drei Tagen nicht zu schaffen ist. Etwas befremdlich fanden wir, dass die Befangenheitsanträge gegen die Richter Müller und Huber einfach so, man kann da schon sagen, abgebügelt wurden. Wir hätten hier eine andere Auffassung als das Gericht vertreten. Das nehmen wir so zur Kenntnis. Wir werden sehen, wie das Gericht in den Folgetagen mit unseren Anträgen umgehen wird. Wenn es in den nächsten Tagen dann zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung kommen sollte, sind wir natürlich nicht unvorbereitet. Wir haben den Antrag des Bundesrates sehr eingehend geprüft, sind nach wie vor der Auffassung, dass es hier nicht um eine juristische Auseinandersetzung geht, sondern um eine politische. Der gesamte Antrag, das Verbotsverfahren ist politisch motiviert. Es geht hier nicht darum, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen, sondern es geht dem Antragsteller, dem Bundesrat, der sich ja aus den Bundesländern wiederum über die Parteien speist, darum, hier eine unliebsame politische Konkurrenz aus dem Weg zu räumen. Es ist auch kein Zufall, dass die NPD gerade jetzt hier in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht steht, wo all die Punkte, die wir seit Jahren kritisieren und auf die wir seit Jahren hinweisen, insbesondere natürlich auf die Asylkrise, genau jetzt eintreten. Da will sich die etablierte Politeria einer Oppositionspartei wie die NPD vom Halse schaffen. Wir werden es ihnen nicht leicht machen. Wir werden hier weiterhin für die Meinungsfreiheit streiten. Ein ereignisreicher Tag neigt sich dem Ende zu. Doch es wird sicher auch die nächsten zwei Tage sehr spannend bleiben. Wir berichten natürlich weiter für Sie. Bleiben Sie uns treu. Ihre Emma.